Hallo, mein Name ist Natalia und heute spreche ich ein bisschen über was Tiere können. Ich werde besonders über drei Tiere sprechen. Der Bär ist ein Tier, das jeder kennt, aber es gibt Tatsachen, die vielleicht nicht. Wussten Sie zum Beispiel, dass Bären Farbe sehen können? Bären haben den besten Geruchssinn der Welt. Bären können so gut riechen, weil sie hochentwickelte Nasen haben. Sie können ihre Beute lokalisieren, indem sie diesem riechen. Ein Eisbär kann seine Beute auf dem Eis 32 Kilometer weit weg riechen. Verschiedene Typen von Bären können verschiedene Dinge schaffen. Grizzlybären können eine Bowlingkugel dadurch beißen und zerdrücken, weil ihre Schnäuze sehr stark sind. Eisbären können auch mehr als 96 Kilometer nonstop schwimmen, weil sie eine Fettschicht haben, die hilft ihnen nicht zu frieren. Die Bären können hochgelegene Bienennester erreichen, indem sie nur auf ihre zwei Hinterbeine stehen. Das Pferd ist ein Haustier, das rund um die Welt lebt. Sie können im Schlafen stehen, dadurch, dass sie ihre Knie blockieren, um nicht umzufallen. Wenn Menschen den Pferden Aufmerksamkeit geben, können sie ungefähr 25 Jahre leben. Dieses Tier hat zwei Augen, mit denen es 360 Grad sehen kann. Deswegen kann es zwei Dinge auf einmal ansehen. Es kann auch besser als ein Mensch in der Nacht sehen. Und sie rennen durchschnittlich mit einer Geschwindigkeit von 44 Kilometer pro Stunde, dadurch, dass sie sehr starke Muskeln haben. Das Tier, das ich am liebsten mag, ist der Löwe. Löwen sind Herdentiere. Sie leben mit circa 30 anderen Löwen zusammen und in dem Rudel gibt es normalerweise drei Männchen, 12 Weibchen und die Jünglinge. Die Löwinnen sind die Jägerinnen. Sie rennen mit einer Geschwindigkeit von 80 km pro Stunde, dadurch, dass sie in kreisförmige Galopp rennen. Löwen können so laut brüllen. Es ist so laut, dass man es von einer Entfernung von 8 km hören kann. Löwinnen können auf einmal zwei oder drei Jünglinge haben. Und das ist alles für heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.